Gucken Sie lieber nicht runter. Gut, dann wollen wir doch mal nach oben. Ich darf nicht zu schnell sein, sonst... Sonst fällt Sheep runter und das will ich ja nicht. Simmons. Er lebt noch. Sie hätte den Helikopter lieber behalten sollen. Sie bleiben aber noch einiges zu klären. So, von hinten kommen ab und zu auch ein paar Viecher. Deswegen nicht nur aufpassen von denen, was von vorn kommt, sondern auch von hinten. Die fallen gern mal von da oben flöpp da runter. Aber naja. Ja, warum knallt die dem denn keine rein? Ich wollte gerade sagen. Yay, und wir dürfen wieder klettern. Hier muss man einfach ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Einfach ganz normal weiter nach oben klettern. Ups, Ada. Die ist K.O. Naja, machen kann ich eigentlich nicht. Ich könnte ihn jetzt da zuknallen, aber da passiert nicht wirklich was mit. Wir bleiben für immer zusammen. Aber nicht mit mir. Wir heben uns das einfach mal auf. So. Wenn Ada jetzt... Oh, aua, ey. Ich habe nur die Augen entspannt. Einschlafen bei der Arbeit? Ja, also wirklich. Ach, ich will doch diese scheiß Munition nicht einsammeln, Mann. Mann, 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 Mann. Ja, voll verbuggt hier in die Ecke. Aber okay, besser so als gar nicht. Okay, ey, der macht das schon.
Na. Der will nicht. Okay. Dann lassen wir ihn noch ein bisschen. Habe ich noch irgendwas? So. Oh. Boah, was für ein Arsch. Okay, ich sollte mal... Ja, na klar. Schubs. Das glaubst du selber nicht. Mögest du im Fegefeuer schmoren. Was willst du? Warum hilfst du uns? Es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt los. Auf dem Dach finden Sie mein Abschiedsgeschenk. Wir sehen uns wieder, Leon. Ada! Worauf warten Sie? Gehen Sie ihr nach. Nein. Wir bleiben zusammen. Ein traumhaftes Paar, Leon und Ada. Gefällt mir ziemlich gut, ja. Da steht der Ada-Helikopter. Da ist unser Rückflugticket, wenn wir es erreichen können. Wahnsinn! Er gibt wohl niemals auf, oder? Genug ist genug. Der Kerl will einfach nicht sterben. Endlich kriegen Sie, was Ihnen zusteht, Simmons. Für Sie ist noch ein Plätzchen in der Hölle frei. So, ich glaube, hier unter der Treppe war noch irgendwas. Genau, hier ist ein Emblem. Okay, er hat's gefunden. Immerhin. So, dann wollen wir doch mal schauen hier. Nur Munition, die ich nicht brauche. Wir müssen zu diesem Helikopter. Ja, das heißt, wir müssen hier irgendwo runter. Nanü. Ah, da ist die Treppe.
Hier haben wir noch ein paar Kisten. So. Kontrollpunkt. Ah, habt ihr es gesehen? Leon! Alles okay. Holen Sie mich nur hier raus. Tja, wir werden jetzt beschossen. Und zwar von diesem Vieh da. Damit es mich nicht beschießt, schieße ich zwei Kugeln drauf, so sage ich mal, ins Auge. Ich muss jetzt halt hier warten, bis Sheep da hinten den Hebel betätigt, damit er mich hier fortbewegen kann. Okay, sehr gut, es klappt. Es fängt an zu flattern. Komm in meine Arme. Ja, er muss den Hebel nochmal betätigen. Ich glaube... Nein, 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 nein. Na komm schon, schieb. Na toll. Nein, Sheep, Mann. Also, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Okay, ich muss ihn mal eben schreiben. Das wird sonst nie was. Ich glaube, jetzt geht's, oder? Ja, Halleluja. Wahnsinn. Okay. Ja, dann wollen wir mal hier raus. Hier sind noch drei Kisten mit Punkten und einem Sprengsatz und Muni. Ich würde sagen, zack, gehen wir mal direkt nach unten.
ist auf jeden Fall ziemlich lustig, dass Simmons sich quasi in ein Dino verwandelt. So in diesen T-Rex-artigen Wesen da. Und dann in so eine komische Mücke. So, ich muss das Ding jetzt auf jeden Fall in ein neues Vieh reinstecken. Das wird dann absorbieren, ein schöner Schock. Oha, lol. Das kam unerwartet. Aber perfekt, da haben wir gleich mal den nächsten. So. Wer soll sich das in den Kopf stecken? Hier ist ja richtig was los. Leon, der Blitzableiter! Der ist doch drin, oder nicht? Ja klar, ist er drin. Schön in die Augen. So. Der müsste... Ja, richtig. Oh, davon brauche ich jetzt einen Screen. Sieht so ultra komisch aus. So. Sayonara, mein Freund. So, irgendwo war noch ein Koffer unter irgendeiner Treppe, aber ich bin mir gerade nicht sicher, hinter welcher das war. Oder war das hier? Nee, auch nicht. Naja, was soll's? Ich hätte nur gern die Punkte gehabt. Ja, kennen wir schon. Kennen wir schon. Das Ende erinnert jetzt gleich sehr an Resident Evil 5. Auch mit dem Raketenwerfer. Schönes Bild. Ach Mann. Gute Nacht. Ja, liebe Freunde, wir haben es endlich geschafft. Simmons hat für immer die Augen zugemacht. Oder aufgehört zu atmen. Was auch immer. Ja, das sieht jetzt ziemlich nach einem Umbrella-Zeichen aus, ne? Würde ich jetzt mal so schwer behaupten. Für meine Schwester. Genau, für Deborah. Na los, auf zum Hubschrauber. Ab nach Hause. Irgendwohin. Wir haben das ja jetzt endlich geschafft.
Meine Fresse, Alter. Der Simmons war ziemlich hartnäckig. Na, was haben wir denn da? Ist das Elders? Ein Spiegel mit Schminke. Für Leon. Leon, das sind... Beweise für Simmons Schuld. Und somit für ihre Unschuld. Unsere Unschuld. Ich brauch das nicht. Helena. Gute Nachrichten, Leon. Wir haben einen Weg gefunden, den Virus zu besiegen. Oh, das klingt doch sehr super. Roger, wir kommen zurück. Bis später. Dann los. Ui, diesmal fliegt Helena. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wir haben es geschafft. Kann man es glauben? So, die Credits brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht angucken, wenn Chip die auch überspringt. Ja, sehr schön. Gehen wir direkt mal weiter. Denn, ja, nach jedem Ende gibt es, also wenn man ein Kapitel abgeschlossen hat, noch so ein extra Video. Das finde ich ganz nett. Deborah Harper. Ich bin bereit. Was? Meine Rolle beim Angriff? Die Untersuchungskommission hat die Beweise überprüft und abgelehnt, sie verantwortlich zu machen für Simmons Verbrechen. Außerdem wird nichts davon an die Öffentlichkeit gebracht. Aber... Der Präsident hätte das Gleiche getan. Also gut. Wollen wir uns dem Team anschließen? Aber natürlich. Lasst uns ein paar Zombies in den Arsch treten. Leon. Ach nee. Wenn Sie sie wiedersehen. Ja, Frauen. Frauen. Und somit sind wir für erstmal durch. Das war die Leon-Kampagne. Oh, Rang S. Sehr schön. So muss das sein. So, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir eine neue Story beginnen. Ich weiß noch nicht genau, welche, ob wir jetzt Jake und Sherry spielen oder Pierce, genau, Pierce und Chris oder halt Ada. Das wird sich noch herausstellen. Aber ich denke, wir lassen uns einfach mal überraschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen.